Wie ich es immer sag, ta, 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 dann bleibst du stets ein armer Hund bis zu deinem Tod. Was singst du heute so besonders fröhlich und lustig? Ja, weil ich heute in der Zeitung gelesen habe, meine Frau, dass die Zwillingsfrau einen unerwarteten Glücksfall erleben wird. Naja, vielleicht kommt der Mann ins Bild und macht mir einen Heiratsantrag. Sag einmal, an den Unsinn glaubst du, ha? Ja, warum nicht? Bin ich doch ein knackiges Fräulein, nicht? Aha. Ein Knüller. Ein erotischer Blitz. Ein Kugelblitz, ja. Resel, du bist wirklich komisch. Ja, das bin ich am ganzen Körper. Ja. Ja, aber was nutzt der Blume ihre ganze Blütenpracht, wenn sie damit keine Biene anlocken kann, nicht? Ja, ist das eine Frau? Die Frau Ganz, ihre Tante, hat angerufen, sie wird in Kürze hier erscheinen. Ah, Jesus, ja, die fliegt ja halt auf die Kanarischen Inseln, um sich ihr Ischiasleiden auszugeben. Ja. Na, vielleicht lege ich noch eine Tasse Tee her, ja, wenn sie kommt. Das kannst du machen, Resa. Und ich gehe mich umziehen, weil ich möchte die Tante nicht unbedingt im Bademantel empfangen. Na ja, und es ist ein sehr fescher Onkel wäre. Könnt man drüber reden? Ja, das glaube ich auch. Ja, Resa. Ich habe bald vergessen, meinen Totenschein auszufüllen. Na, jetzt geht's Ihnen aus. Ja, da war er. Nicht, was der wieder heute für komische Namen haben, was ich gelesen habe. Sauhanden. Na, Sauhanden. Und Schaf, Schaffeld. Na, das hat die Hand auch blöde Namen. Ja, der Kasimir, Fuchs. Der Kasimir, was machst denn du da? Das siehst nicht, Toten tue ich nicht. Resel? Ja. Resel, darf ich dich benutzen? Wann und wie du willst. Naja, weißt du, ich weiß nicht. Aber geh genier dich nicht, Kasi. Sag nicht Kasi zu mir, ich bin kein Streichkas. Na, dann sag ich halt Kasimirli, ja? Kasimirli kannst du sagen, ja. Also, können wir sagen, weißt du, ich mach das so. Ich fange beim Kopf an und arbeite mich bis zu den Zehen durch. Ja, mein Bienchen, bitte. Bienchen, das ist auch lieb, nicht? Was können wir sagen, ja? Was ist der Kopf? Naja, mein Kopf ist nichts drin, mach mal X. Und dann kommen die zwei Augen, das sind zwei, ne? Dann die Nasen, halt die Nasen. Na, ein bisschen bämisch, nicht? Aber man, mach mal einen Einser, ne? Einser, ne? Und dann kommen die Haarwascheln, machen wir einen Zwarer, machen wir Goschel. Goschel, ne? Na, dann machen wir ein X. Ne? Ja, sag mal, was soll denn diese blöde Bestandsaufnahme bedeuten? Das ist die, ein Toten mache ich, probier was aus, ne? Ein Toten mache ich. Was werden wir gleich haben, gell? Ja, also ein hohes, heute ein bisschen viel hohes, ne? Leichter Playhals, ne? Machen wir ein X. Sag, wie kannst du dir mit mir Toto spielen, ha? Na, mit wem denn, ne? Das ist eine Frechheit. So, und jetzt kommen, ja, schau zu mir um. Zu mir schaut auch der Uhr, wenn ich, gell? Zwei schöne, runde Dinge, ne? Machen wir zwei, ne? Also, weißt du bist so gemein, wie kannst du mit meinen Körperteilen Toto spielen? So eine Frechheit. Da bleiben, wir sind noch nicht fertig, ne? Was? Den Körper habe ich vergessen, den Körper machen wir auch noch, das ist ja ganz gut, ne? No. So, ein Einser, nicht? Und für das andere Zeug machen wir ein X, ne? X, nicht? Und zwei, ja. Und, ja, die Beine, gell, stell die Schulter hin, nicht? Die Beine, nicht? Zwei Xler muss man sagen. Machen wir zwei X, so. Was erlaubst du dir, du verwortbackelter Hilfskrautpfleger? Ich hab keine X-Fürs. Warte, den Namen herschreiben. Sei nicht so garstig zu mir. Du hast gesagt, ich bin ein Bienchen. Bienchen, das war ein Irrtum. Du bist extra ein unnützes Insekt. Ein Hummel bist du. Was, ein Hummel? Ja. Ein Insekt ohne Stecher heißt? Das sagst du zu mir? Ja. Wo ich zwei Jahre lang Brieftrager in Kleinschalten war? Ja.
Oberst? Ah ja, jetzt bin ich Ade, ne? Ade, ja, Ade. Ade. Was machst du denn durch bei der Post? Na ja, da Brief hast du, ne? Ich habe einen lebensgefährlichen Beruf gehabt. Lebensgefährlich? Ja, ich das auch gehört, ne? In der Nacht, ne? In die Bergaffe, die Schutzhütten zu den Bergbauern, ne? Die Lawinen sind niedergegangen, das Gestein hat hin und her gehauert, nicht einmal. Hat es denn in Schritten so viele Telegramme gegeben? Wäre auf meiner Dienstzeit nicht der Einzige. Also, okay, kann ich nicht reden, nicht immer so dumm daher. Schau mich doch einmal an, schau. Ich bin doch von Kopf bis Fuß ein frauliches Bild. Ja, okay, jetzt probier's doch, ich erfülle dir doch jeden Wunsch. Rösel, jeden Wunsch? Jeden. Rösel. Jeden. Na, dann gib mir den Totoschein auf. Warum für dich? Was, was du bist? Das weißt du. Du bist ein Murz drum, Rindfisch, mein Lieber. Ja, wieso? Wieso weißt du das? Nicht? Das eigentlich. Da sind Sie, Kasimir. Ja, ja, ich bin da. Ne? Wenn ich da war, dann war ich woanders. Ja, wenn ich nicht woanders bin, dann bin ich da. Kasimir, Sie sind ja da, nicht? Ja, wenn ich nicht woanders bin, ne? Jetzt hören Sie. Ja, was hast du? Passen Sie auf, eine flüchtige Bekannte von mir hat morgen Geburtstag, aber meine Frau soll nichts davon wissen. Sie verstehen? Ich komme aus. Ich bin schweigsam, wie ein Sparschwein. Wie ein Sparschwein? Naja, je mehr man Papiergeld einsteckt, desto weniger schäbert. Verstehe. Ja, na, das kann ich nicht annehmen. Nicht. Also, wem soll ich jetzt dafür umbringen? Ja, also, Kasimir, Sie sollen für mich eine Gans umbringen. Eine Gans? Ja. Ja, warum eine Gans? Ja, schauen Sie, ich möchte zum morgigen Geburtstagsfest eine knusprige Gans mitbringen. Da haben wir gedacht, Sie könnten für mich, ohne dass es jemand merkt, eine von unseren Gänsen. Ja, aber wenn man wer sieht, ich meine, ich hör schon die Resel schreien oder singen, Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Wir müssen halt vorsichtig sein, nicht? Die Gans darf natürlich nicht schreien. Ja, ich weiß, aber weiß es, ob es die Gans war? Ja, es kommt jemand, das soll es niemand sehen. Also, kann ich mich auf Sie verlassen, ja? Ja. Herr Fuchs, Sie wissen, die Gans. Ja. Wenn ich muss, diese arme Vogel. Sag mal, Kasimir. Ist die Frau Gans schon gekommen? Und diese blöde Gans ist nirgends zu sehen. Bitte, wer ist nirgends zu sehen? Die Hatscher, die Gans. Ne? Also wie spricht denn der von meiner Tante? Kannst du mir doch vom Herrn, bitte. Ja. Wie kannst du so respektlos reden? Bitte, und du hast Frau Gans zu sagen. Und außerdem stammt sie aus einem sehr vornehmen Stall. Ja. Sie watscht nicht, sie schreit. Schreit? Ja. Was schreit er, die Gans? Ja, Frau Schäfer, soll ich wirklich Frau Gans haben? Frau Gans. Aha. Kasimir. Ja. Frau Gans. Aha. Ich glaube, der Chef in ihr Hirn ist auf Urlaub, ne? Ja, Frau Gans. Na ja. Ich schaue das. Ah, jetzt ist sie da. Jetzt schreitet die Frau Gans das Gemüsebett. Und hinter ihr schreitet die Frau Anken. Ja, ich bin da neugierig, ob die Frau Gans nicht böse ist, wenn ich... Ein schönes Guten Morgen, Bussi. Hm. Habe ich meine Zuckermaus aufgeweckt? Hm? Ja? Hast du geträumt was von mir, Ovi? Ja, natürlich, Schatze, komme ich heute noch. Ja? Du, ich komme mit dem Boot, weißt du, da sieht mich niemand. Ja. Sag, was hat denn meine Zuckermaus jetzt an? Hm? Was, nix? Oh, na, Quatsch. Oh, wie schön.
Ich freue mich ja schon so auf dich, mein Nacker, Patschi, du. Ja, ja, Herr Nacker, Herr Patschi, ja, ja, altes Haus, ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen, ja. Servus, Nacker, servus, alter Patschi. Ach, du bist da. Ja, das war ein lieber, alter, ungarischer Freund. Ja, ja, ja. Du solltest aber zuerst die Lippenstiftflecken von deinen Hemdern wegputzen. Also ich hoffe ja nur, sie stammen nicht von der Frau deines besten Freundes, von der Kitty. Dir, das traust du mir zu? Ja, dir trau ich alles zu. Also bitte. Hallo! Hallo! Grüß dich Gott. Guten Morgen, schöne Frau. Servus, Heinrich. Störe ich etwa? Eure Gartentür stand an. Schloss ist kaputt. Na, okay, was bist denn so gereizt? Ja, wegen mir. Na, ich kann mir nicht vorstellen, was dich an deiner Frau reizen könnte. Jedes Wort. Also bitte, 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 da hast du es. Schau, Heinrich, ein Mann in unserem Alter kann nur mit einer erfahrenen Frau eine glückliche Ehe führen. Ja, und ich sag's ausgerechnet du, der immerhin mit einer Frau verheiratet ist, die 25 Jahre jünger ist. Hm? Ich spreche aus bitterer Erfahrung. Ja, ja. Sag einmal, hast du schon gefrühstückt? Komische Frage. Wer sollte mir ein Frühstück machen? Ja, wer sollte dir ein Frühstück machen? Deine Frau natürlich, die gibt sie. Ne? Ja, dann müsste ich den Herd an ihr Bett einbauen lassen. Seit ihr ein so ein Idiot gesagt hat, sie sei eine Bettschönheit, steht sie überhaupt nicht mehr auf. Heinrich, ich möchte als dein Freund und Verleger deiner Romane ein paar Worte mit dir sprechen. Schau, Heinrich, deine Liebesromane haben in letzter Zeit sehr an Schwung und Spannung verloren. Du musst nämlich wissen, ich habe mit Gitti ein ernstes Gespräch geführt. Und sie hat zugegeben... Was hat sie zugegeben? Dass mein Verdacht, den ich übrigens schon lange hege, berechtigt ist. Und sieht sich dich als ihren Liebhaber. Liebhaber? Ich? Und sie sich dich als ihren Liebhaber nicht vorstellen kann. So. Sag, Franz, ist das dein Ernst? Ich soll jetzt ein Krimi schreiben? Nein, ich bitte dich um Gottes Willen nicht. Nach deinen Praktiken, alles vorher zu erleben, bringst du uns ja noch um damit. Ach, Telefon, Moment, ja. Ja, hallo? Ah, kommt die Nora, ja, grüß dich Gott. Na, selbstverständlich kannst du jetzt kommen. Ah, oh, ja, ja, natürlich, wir geben deinen Koffer in den Tresor. Ja, selbstverständlich. Die ganzen Wertsachen. Sag, ich hab da gehört, du fliegst auf die Kanarischen Inseln. Wie lange bleibst du denn weg? Wo? Ein paar Monate? Jesus, nein, du, ich bin neidig. Heinrich? Ja, Heinrich ist da und freut sich schon sehr, dass er dich sehen darf, ja. Ja, ist recht. Gut, Tante Nora. Also, Papa, Pussi, servus. Er freut sich, dass er dich sehen darf und diese obergescheite, derische Schnotterkatze umbringen könnte ich sie. Bravo, dann tust du. Also, was redest denn du für einen Unsinn? Gar kein Unsinn. Heinrich braucht für seinen Krimi ein ihm vertrautes Milieu. Hier hat er es. Und die Person und der Handlung, hier sind sie. Alle kennt er. Und du, Heinrich, du bist der Mörder! Oh, Herr Schneller, grüß Gott! Da geht's wieder gut! Bitte, liebe gnädige Frau, darf ich jetzt den Tisch antragen? Ja, ist ein Antragen, wirst du den Tisch nicht kennen, weil dazu ist er zu schwer. Aber das Geschirr kannst du abtragen. Aber liebe gnädige Frau, glaubst du, ich bin blem-blem, dass ich den ganzen Tisch mitsandte? Okay. Alles recht gut und recht schön, aber es fehlt doch das Motiv. Bitte! Ich habe es nicht genommen! Nein, Rese. Ich werde schon finden. Du weißt gar nicht, was ich damit anfangen darf. Mit einem Motiv, ne? Das Motiv? Ganz einfach. Deine finanzielle Lage ist miserabel. Du hast hohe Schulden. Noch dazu bist du leidenschaftlich in eine sehr junge, anspruchsvolle Frau verliebt. Ja, und deine Frau ahnt es. Ja, aber was sie nicht weiß, ist, dass du fest entschlossen bist, mit deiner heimlichen Geliebten ein neues Leben zu beginnen. Und dazu brauchst du Geld. Sehr viel Geld. Na, und wie willst du zu diesem Geld kommen? Ganz einfach. Schau, ich ermorde meine Millionen Erbtante Nora. Oder noch besser, ich lasse sie von einem Killer töten. Aber Heinrich, das ist doch der größte Blödsinn. Die Polizei wird doch sofort dich als Ersten verdächtigen. Du bist doch immerhin der alleinige Erbe. Natürlich, Marianne, hat recht. Nein, ich werde den perfekten Mord vollbringen. Mein Chef ist ein Mörder. Na, und wie willst du das anstellen? Also, hör zu.
Meine Tante Nora bringt uns doch immer vor ihrer Abreise ihre sämtlichen Wertsachen zur Aufbewahrung. Also Wertpapiere, Aktien, Stapel, Geschmuck etc. Also jetzt hört zu. Vor ihrer Abreise gebe ich ihr einige schwere Schlaftabletten in den Tee. Schlaftabletten sind immer gut. Und dann fahre ich sie mit meinem Wagen zum Flughafen. Während der Fahrt schläft sie tief ein, ich wende den Wagen, fahre zu unserem Bootshaus, trage sie ins Boot und versenke sie weit draußen im See an einem Seil, an dem ein ganz schwerer Gegenstand befestigt ist. Ja, aber jetzt bitte, Heinrich, erklär mir, wo ist da der perfekte Mord? Es glaubt doch jeder jetzt, dass sich die Tante Nora auf den Kanarischen Inseln befindet. Ja, aber das ist sie ja nicht. Aber das weiß doch niemand. Ach so. Sie wird ihre Handtasche und ein paar Kleidungsstücke dort irgendwie in seinem verlassenen Hafenviertel finden. Sie ist abgängig. Die Polizei glaubt, dass es mit einem Raubmord zu tun hat. Und dass solche Fälle dort zur Tagesordnung gehören, wird man den Fall ablehnen. Ja, bitte. Der geborene Gangster ist das. Tantest du? Ja. Gar nicht so schlecht. Du hast dir Geld und fängst mit deiner Geliebten ein neues Leben an. Morgen. Es ist alles ganz gut erledigt. Sag einmal, Kasimir, was hast du bei dieser Hitze den Mantel an? Ja, wenn man kalt ist. Also geh komm her, bitte zieh den Mantel aus. Ich muss ja machen. Aber Mann, doch ganz gut. Ich bin Kasimir, sag, willst du den Schwan in Lohengrin spielen? Nein. Sag mal, woher stammen denn die Federn? Kasimir, und warum bist du so blass? Naja, weil ich Federn hab gehabt, nicht? Wie mein Leben ganz groß in Gefahr war. Sag mal, Kasimir, ich möchte wissen, woher die Federn stammen, du wirst ja nicht mit einer Gans geraubt haben. Nein, das war so. Ich hab mein Frühstück verzehrt und hab gerade in meinem Laden aufs Brot geschmiert, gestrichen und da ist ein Hornissen. Ein Hornissen beim Fenster reingekommen. Ja. So ein Drumzug. Entschuldigen Sie, und wollte mich ausgerechnet in den Kopf stechen, nicht wahr? Und man doch weiß, dass man durch einen Stich von so einem Viech schon deppert werden kann, nicht? Gens, in meiner Kindheit hat mich auch einmal eine gestochen. Ja, das sieht man heute noch. Na ja. Kasimir, deswegen weiß ich aber noch immer nicht, woher diese Federn stammen. Die Füllfedern? Ja, die Füllfedern. Ja, in meiner Angst habe ich einen Polster genommen, habe mir drum gehauen, nicht wahr? Und da endlich das Viech erwischt und sie ist am Boden gelegen. Du, bravo, Kasimir, großartig. Also das war spitze, er hat das Biest erschlagen, mit dem Polster umgebracht. Kasimir, Sie morden aber nicht schlecht. Jetzt hat die Mordlust gepackt. Kommen Sie, Kasimir, ich habe Ihnen noch einiges zu besprechen. Furchtbar, zuerst die Gans und jetzt kommt die Alte da. Seit heute früh weiß ich es. Ja, was? Nur das mit Gitti und Heinrich. Ja, ich auch. Sag einmal, wie bist denn du dahinter gekommen? Ich habe meine Gitti mit Heinrich telefonieren gehört. Ah, ja. Nackerbatschi und so. Aber ich werde mich rächen. Fürchterlich rächen. Ich werde Gleiches mit Gleichem vergelten und Gitti betrügen. Ah ja? Da warst du schon mit wem? Ja, mit dir. Mit mir? So eine charmante Liebeserklärung. Du sagst es. Ja. Drum schlage ich vor, springen wir nüchtern ins Bett. Aha. Glaub mir, es ist unsere moralische Pflicht, uns auf diese Weise zu rächen. Naja, du, vielleicht hast du recht. Vielleicht wäre es sogar einen Versuch wert. Sag ich ja. Marianne, komm, geh mal ins Schlafzimmer. Aber Franz, doch nicht auf den direkten Weg. Ja, wir können ja auch durch den Garten ins Wohnzimmer und dann ins Schlafzimmer gehen. Aber Franz, sei doch nicht so unpoetisch. Also etwas Intimes sagt man einer Frau doch durch die Blume. Bitte? Ja. Sollst du haben. Ah ja? Marianne, Liebste. Ja. Du hast so schöne Augen. Ich liebe dich. Komm, geh mal ins Bett. Aber Franz, du bist ja verrückt. Na gut, wir können sie auch gleich da machen. Ja. Franz, eines muss ich sagen. Ja? Du küsst
gar nicht schlecht. Wirklich? Ja. Dann noch einmal! Au, 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 au! Was ist denn, was ist denn? Habe ich da vielleicht wehgetan? Nein, ich Hornochs. Also das war das letzte Mal, dass ich einer Frau etwas durch die Blume gesagt habe. Ja, so sind die Tante Nora ist doch. Na, los, doch die alte Schaufel. Franz! Das war mein Schienbein. Ist die Hand, Frau Gans? Ja, geliebte Tante Nora, grüß dich Gott. Bitte komm doch rein, ja? Ihr seid gerade bei der Morgengymnastik. Ja. Also, wie ich so jung war wie du, habe ich nie so ein Theater gemacht, wenn man einem einen Puzzle gegeben hat. Bravo, liebe Frau Gans, für diese sinnvolle Belehrung überreiche ich Ihnen die silberne Rose. Au! Keine Rose ohne Dornen. Oder kein Tölpel ohne Mann. Sie hat recht. Ja. Ich werde dem Heinrich sagen, dass Sie da sind, ja? Komm, Tante Marachen, komm, setz dich nieder. Sag einmal, was macht denn deine Schias? Herr Tante, noch Frage. Halt in der Früh war mein Zustand noch erbärmlich. Aber jetzt? Na jetzt? Ist er entsetzlich. Oje, oje, oje. Du, bitte, aber wo hol denn jetzt meine Taschen? Tasche? Ja. Mein Koffer? Ja, den Koffer. Ja, da hast du Tante Nora bei deinem Gebäck. Ich bin aber erschrocken, weil in der Tasche habe ich meine sämtlichen ganzen Wertsachen. Ich weiß, dein komplettes Vermögen. Ja, hat mir alles mein seliger Dagobert hinterlassen. Er war ein so lieber, guter Mensch, wenn er mich auch oder betrunken hat, der Lump. Also, ich gebe dir die Sache. Sei so lieb. Da, weil ich weg bin, gibst mir das in euer Seele. Ja, ist recht. Ja. Resal, sag, du trinkst doch schon einen Kaffee mit uns. Kein Kaffee, danke. An Tee, wenn ich bitten darf. Tee, ja. Resal, Resal, eine Tasse Tee für die Tante Nora, gell? Da kann sie mir noch gleich vom Mordplan erzählen. Bitte, liebe gnädige Frau, nur kein Tee. Ja, bitte, warum soll unsere Tante Nora keinen Tee trinken? Ja, wir haben nicht eine Bohne Tee im Haus. Macht ja nichts. Sag einmal, Resal, was bist du so verwirrt? Mir scheint, der Föhn tut dir halt nicht gut, ha? Die Tante Nora, ich hole dir die Tassen Tee selber, gell? Und dabei gebe ich das Geld besorgen. Lieb und ich weiß, bei euch ist das alles gut aufgehoben. Tante Nora, bestens aufgehoben. Liebe Verdammte, der Chef will Ihnen Schlafpulver in den Tee schmeißen. Resal, Resal. Du spinnst ja halt wirklich. Ah, warum soll man den Schlafpulver geben? Ich hab doch einen gesunden Schlaf, du Schaf. Er will die Tante in den See schmeißen. Ins Wasser stessen. Mit Seil und Stab. Oh, er will die gute Tante. Oh, Resal, du bist eine dumme Gans. Ja, Frau Gans. Warum soll mich mein Neffe denn ermorden? Ja, weil er mit dem vielen Geld von der Frau Tan mit seiner Matrotzen oder Matressen da abwaschen will. Ich mache einen perfekten Mord, hat er gesagt, ja? Wo doch jeder weiß, dass sie auf die Narischen Inseln fahren. Du bist ja total übergeschnappt. Da hast du nun deinen Tee. Also, ich habe sie gewarnt. Aber wer nicht hören will, muss schwimmen. Sag einmal, Tantje. Nimmst du den Tee mit Obers oder mit Zitronen? Weder noch. Aha, Gift, wenn ich bitten darf. Gift? Deshalb willst du dich umbringen? Na Gott soll abhüten. Aber mein lieber Neffe will mich umbringen. Ach geh, diesen Flo hat dir die Resel wieder ins Ohr gesetzt. Diese dumme Urschel. Mein Gott, na schau, du kennst doch den Heinrich. Der Heinrich muss doch, wenn er etwas schreibt, vorher alles persönlich erleben. Und nun hat ihm sein Verleger gesagt, er soll einen Kriminalroman schreiben und soll die Figuren aus seinem engsten Familienkreis nehmen. Ah, verstehe. Und ich bin die Wasserleich. Und ja, aber doch nur auf dem Papier. Aber er muss schon aufpassen, weil schließlich kenne ich auch seine Freundin, für die er den Mord begehen will.
Sag einmal, geliebtes Tantchen, wieso kennst du den Heinrich, seine Freundin? Weil ich schon mehrmals mit dem Fernrohr meines seligen Dagobert Heinrich beobachtet habe, wie er mit dem Boot zur Villa von seinem Verleger gerudert ist. Na, von meinem Erkerzimmerfenster kann ich direkt bis in die Villa, ins Schlafzimmer, hineinschauen. Na, kannst du doch denken, was sie da alles abgespült hat. Brr. Also dieser gemeine Kerl! Sag einmal, Tante Nora, das muss doch für dich ein Schock gewesen sein. Na und wo? Ja, eben. Und da bin ich erst draufgekommen. Na, was? Was mir mein Dagobert für ein trauriges Eheleben geboten hat. Der Schuft! Sag einmal, Tante Nora, was würdest du in meinem Fall unternehmen wegen der Gitti? Beruhig dich, mein Kind. Noch ist Rom nicht verloren. Nicht verzagen, Tante Nora fragen. Sag mal, hast du eine Ahnung, wann mein Neffe wieder zu diesem Paradieshol rudert? Ja, du, heute Vormittag. Ich bin nämlich gerade dazugekommen, wie er telefoniert hat. Und da hat er... Du, ich glaube, er kommt sein. Ja, ja. Du, nichts anderes. Kein Wort, dass wir von ihm geredet nein, haben. Kein Wort. Ha, ich freue mich ja schon so auf meine Erholung von meinem Ischias, werde auf den Kanarischen Inseln bald nichts mehr spüren. Liebe Tante Nora, wie geht's denn deinem Ischias? Ist er schlechter geworden? Der Strick, jetzt wuchst du so. Sag einmal, Heinrich, ja. Wozu brauchst du bitte den Strick? Ein Strick für mein Boot, der alte ist brüchig geworden. Ne? Aha, geh dann, die Nora, trink den Tee, der wird schon ganz kalt. Nimmst du Zucker? Keinen Zucker, Süßstoff, wenn ich bitten darf. Tante, da kann ich dir aushelfen. Ja. Mir hat der Arzt Zucker verboten. Ja. Es gibt hier das Prüfer. Schlaf, Dankchen, schlaf. Liebling, ja? Geh bitte sein, Schatz. Und bestell mir ein Taxi. Ja, sofort, Tante Nora. Ich habe gefragt, Tante, ich fahre nicht zum Flughafen. Na, du hast doch sicher was Besseres vor. Keine Widerrede, Tante, ich fahre nicht zum Flughafen. Ja, Sie können das Seil gleich in den Kofferraum. In den Kofferraum. Herr Chef, soll ich nicht einen Drum Stamm mitnehmen? Du hast halt wieder einen blöden Tag, was? Ja, höchste Zeit, meine Herrschaften. Ja. Mein Wagen steht gleich draußen beim Haus um die Ecke. Ja, vergann sich. Ich bringe Sie jetzt um die Ecke. Schau, aber wird Ihnen denn mein Koffer nicht zu schwer sein? Aber nein, wir können ja abwechseln. Nicht? Zuerst trage ich den Strick und Sie den Koffer. Und dann tragen Sie den Koffer und ich den Strick. Sag einmal, warum wolltest du deine Tante unbedingt zum Flughafen bringen? Das verstehst du nicht, Franz. Schau, so habe ich ein bisschen Zeit für mein nettes Rendezvous, ohne dass die Marianne etwas davon merkt. Entschuldige, ich muss nur noch Bescheid sagen, ja? Hallo, Schatzi? Ja, ich bin so. Ich komme ein bisschen später, ja. Du, weißt du, ich habe vorher noch etwas sehr Wichtiges zu erledigen. Ja. Aber dann steht unserem Glück nichts mehr im Wege. Bussi, Schatz. Also, ich sag dir, Franz, sowas Süßes wie diese kleine. Stimmt. Anschmiegsam, weißt du? Stimmt. Und diese schüchterne Sinnlichkeit. Seit wann ist denn die Schüchtern dabei? Wunderbar. Oder bist du anderer Meinung? Wie könnte ich? Ich kenne sie doch gar nicht. Natürlich. Ja, du kennst sie ja gar nicht. Verbrecher! Thank you.
oder? Mahlzeit. Ja, Mahlzeit, Dankeschön. Ein bisschen spät kommst zum Essen, ich hab nicht auf dich gewartet, gell? Ich habe schon angenommen, dass du dich anderweitig wo delektieren wirst. Lass deine Scherze. Ja, sag einmal, Heinrich, was hast du? Du bist einfach nervös. Fehlt dir irgendetwas? Hör doch auf mit den blöden Fragen. Fehlt dir was? Ich will meine Ruhe haben, verstehst du? Meine Ruhe. Gut, ja. Wünsch einen schönen, ruhigen Nachmittag allzeit. Eure Tür steht noch immer offen. War der Schlosser noch nicht da? Frag doch nicht so blöd. Wenn er schon top ist, wer könnte denn hier reinkommen, wie es ihm passt? Also, wenn du deine Ruhe haben willst, dann häng ein Schild an das Tor mit der Aufschrift Achtung, bissiger Hund. Und steck ab und zu deinen Kopf aus dem Fenster. Aber Heinrich, steh du dich doch nicht so ruhig. Zwei Männer wollen das sein. Zwei kleine Lausbuben sind es. So was. Nein, warum heiratet man überhaupt? Zustände sind das hier. Zustände sind das hier. Hallo, hallo. Ach, grüß Sie Gott. Sagen Sie, sind Sie der Hallo-Schreier? Ich bin der Hallodri Leider. Ja, und tut Ihnen das bisschen Schreien leid? Nein, Detektiv Leider. Ja, wenn ich nicht den Beruf leite, warum nehmen Sie denn nicht einen anderen? Nein, schöne Frau, ja. Ich bin Detektiv und heiße Leider. Ach so. Ja, ein ganz entzückendes Bild ist das. Ja, das ist ein alter Holländer. Ich glaube, das ist eine schöne junge Frau. Also bitte, Herr Detektiv. Leider. Ja, weswegen sind Sie denn überhaupt da? Ja, wegen dem Onkel. Ja, wir haben aber keinen Onkel. Ich komme ja auch wegen der Tante. Wegen der verschwundenen Tante. Ja, wir haben aber auch keine verschwundene Tante. Sie haben keinen verschwundenen Onkel, Sie haben keine verschwundene Tante. Ja, wer ist denn dann hier bei Ihnen verschwunden? Ja, niemand ist hier bei uns verschwunden. Aha. Bitte, Herr Detektiv. Leider. Ja. Wollen Sie mir nicht sagen, warum Sie wirklich da sind? Ja, schon. Was Sie wollen? Schauen Sie, ich wurde in meinem Detektivbüro angerufen und... Moment, sind wir wirklich das Detektivbüro? Ja, also. Ah ja? Sagen Sie, haben Sie da viele Mitarbeiter? Ja, mich. Also wie gesagt, ich wurde angerufen. Ja, Moment, Herr Detektiv. Ich meine, wenn man schon so sagt, dann von wem? Ja. Von Mann oder von einer Frau? Das war ja nicht zu erhören. Das war nicht zu erhören. Das war eine verstellte Stimme. Ja. Wie auch immer, jedenfalls bekam ich den Auftrag nachzuforschen, wohin die Tante, ihre Tante, verschwunden ist. Und ein Vorschuss von 5.000 Schilling wurde pünktlich überwiesen. Aha. Und das heißt also, Sie sollen jetzt unsere nicht verschwundene Tante suchen und finden. Und den Tanten verschwinden lassen. Aha. Und Sie glauben, dass Sie unsere nicht verschwundene Tante finden werden? Was glauben Sie denn, wie viele Verschwundene ich schon gesucht habe? Ja, und viele Verschwundene haben Sie schon gefunden? Na, bisher keiner. Aha. Ja, aber ich meine, irgendeinen Fall werden Sie schon gelöst haben. Bisher leider auch noch nicht. Ja, sagen Sie mal, von was leben Sie denn dann? Von den Vorschüssen. Aber wissen Sie, ich bin ein äußerst kritischer Mensch. Immer wenn ich einen Fehler mache, dann lache ich und lache ich. Der muss dann ein lustiges Leben führen. Ja. Also gehen wir in Medias, ja, in Res. Wie heißet der Onkel? Bitte, Herr Hallo. Leider. Ja, leider. Tante. Tante. Wie heißt das Tantchen? Nora Gans. Sie kennen Nora von Ibsen, aber Nora Gans, sagen Sie, ist sie reich? Schwer reich. Für Penunze? Ja. Ja, dann weiß ich, weshalb man sie bedroht hat. Ja. Die Nora, die Gans, die onkliose Nora Gans. Oder gekidnappt, oder was weiß ich. In jedem Fall, ich gehe sie jetzt suchen. Und ich sage Ihnen, ich werde ihn finden, den Onkel. Bitte, nein! Sie, Tante! 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 Ja, also, wenn der noch ein paar Minuten... Ein paar Minuten, wenn der noch länger blieben wäre... Wird es wahrscheinlich am Detektiv weniger geben. Irgendetwas stimmt hier gar nicht. Hier liegen so viele Verdachtmomente herum, wie Parteiengelder vor einer Nationalratswahl. Leider.
Verstecke dich. Also ganz einfach, wie ich heute früh die Flora... Ja, hast du jetzt was gesagt? Flora, habe ich gesagt. Sonderbar. Aha, na, also was... Also wie ich sie heute in der Früh holen will, war sie auf einmal verschwunden. Ja bitte, wieso ist sie verschwunden? Ja, sie ist auch nicht da. Vielleicht hat sie einen heimlichen Ausflug gemacht. Oh, ne Frau, diese alte Gans, aber na. Sie ist, auf jeden Fall ist sie weg. Aha. Also ich weiß nicht, ich höre da immer Stimmen. Ja, das sind sie arme Knöpfe. Ja, das sind die Nerven, Resa, die Nerven. Also der Heinrich mit seinen Eskapaden, der bringt mir noch ganz durcheinander. Aber sie wissen doch, Irren ist männlich. Ach, revanchieren müsste man sich, ja. Resel, revanchieren. Ja. Dabei bitte hat dir vor einem Jahr ein Mann ganz ernsthaft den Hof gemacht. Na und? Ja, das Fleisch war willig. Und? Aber das Gras war nass. Oh. Bitte, Resel, schau, dass du die Nora, Flora, Gans, oder wie sie heißt, wie immer, bald findest. Ja, hoffentlich, wenn man findet, ist man... Ja. Ich hab's eh schon überall gesucht. Ich weiß nicht, irgendwas in dem Raum ist so verändert. Naja, geh ich halt diese blöde Gans suchen. Ich hoffe, ich finde es. Das erste Indiz wäre gefunden. Die Frau Gans, ob jetzt Flora oder Nora, ist eindeutig und unwiderlegbar verschwunden. Was aber geschah? Name. Aber nein, ich heiße Franz Schneller. Leider. Bitte? Leider. Warum? Ich heiße gern Franz Schneller. Ich heiße Leider. Da kann man nichts machen. Ja, Sie sagen es. Detektiv Leider, ich ermittle gegen den Herrn Herden. Ach so. Ja, sagen Sie, kommen Sie mit mir. Ja. Stehen Sie in irgendeinem verwandtschaftlichen Verhältnis zu dem Herrn Herden? Ja, ich bin im gewissen Sinne sein Schwager. Ich verstehe. Die Frau von Herrn Herden ist also Ihre Schwester. Nein, meine Frau ist seine Geliebte. Traurig. Aber wem sagen Sie das? Aber nicht ungewöhnlich. Schauen Sie, wie schrieb doch schon Goethe über Frau von Stein. Ich habe dich geliebt und im Herzen getragen. Nun bist du verrutscht und liegst mein Morgen. Ne? Sagen Sie, sind Sie sicher, dass das von Goethe ist? Nicht hundertprozentig. Na, dann bin ich beruhigt. Ja. Sie sind also eine Art Leasing-Schwager von Herrn Herden, nicht? Ja. Ich bin der mit dem Dreiecksgeweih. Sagen Sie, welche eine Art von Mensch ist denn dieser Herr Herden? Meine abstoßende, verräterische, hinterlistige Kanaille. Ja. Halten Sie ihn eines Vergehens für fähig? Ja, aber nur der Brandstiftung, des Raubes, ja, no, der Erpressung und der Entführung. Ah, er wäre also durchaus in der Lage, einen unschuldigen Gesellen zum Morde zu verleiten. Jederzeit. Fein, Herr Schnuller. Schneller. Ich werde diese Geschichte jetzt niederschreiben und Sie werden Ihre Anschuldigungen gegen Herrn Herden schriftlich bestätigen. Ich? Ein Protokoll unterschreiben? Ja, sind Sie denn von Sinnen? Noch dazu gegen den Heinrich, meinen besten Freund, meinem Heinerle. Nein. Jetzt weiß ich nicht, spinn ich allein oder haben hier alle einen Vogelkäfig im Hirn? Ist auch verdächtig, was? Das wäre Typen. Ja. Sie. Name, Beruf, irgendwelche Vorlieben? Ping-Pong mit unliebsamen Besuchen. Also Ping-Pong mit... Sie sind der Herr Herde. Ja, ganz richtig. Ja, schweigen Sie! Gegen Sie war ja Jack the Ripper direkt ein Internatszögling. Was unterstellt Sie sich denn da? Ja, bitte, warum haben Sie denn diese arme alte Gans so hinschlachten lassen? Was geht denn das Sie an? Ja, die verwandtschaftlichen Beziehungen zu ihr. Die haben Sie dabei nicht gestört? Die was? Ja, tut man denn das mit seiner Tante? Mit wem? Ja, mit seiner eigenen, einzigen und noch dazu onkellosen Tante. Was, mit Tante Nora? Ja, mit Tante Flora Nora. Sagen Sie, wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin ein Privatdetektiv und ich wurde beauftragt, das sogenannte Verschwinden Ihrer Frau Tante aufzuklären. Meine Tante ist der Vorlauf. Ja, in der Gefriertruhe.
Auf den Kanarischen Inseln. Auf den Kanarischen. Ja, aber wenn das so ist, wer wurde denn dann hier erwürgt? Flora, die Gans, ein Tier. Verstehen Sie, ein Tier? Keine Tante? Nein, Sie Hornochse. Leider. Ja. Na, ich heiße leider. Aber weshalb dann dieser Auftrag? Woher soll denn ich das wissen? Ich verstehe nicht, was bei uns natürlich ein Lärm ist. Ach, oh, Herr Detektiv, Sie sind ja da immer da. Ja, gut, dass Sie noch hier sind. Ich ermittle noch immer wegen des Verschwindens Ihrer Frau Tante. Also unsere Frau Tante ist nicht verschwunden, sie ist auf Urlaub. Auf den Kanarischen Inseln. Ja. Na ja, da muss das Ganze wohl ein Missverständnis sein. Ist es, ja. Ist es, ein großes. Vielleicht. Also, Sie entschuldigen vielmals. Ja, Wiederschauen. Wiedersehen. Ja. Nur der Form. Ja, was ist noch? Nur der Form halber. Wo waren Sie heute Vormittag hierher? Wieso? Habe ich Ihrer Meinung nach vielleicht eine Verkehrssünde begangen? Verkehrssünde? Stimmt sicher. Aber nicht mit dem Auto. Also schön, damit Sie endlich gehen, werde ich Ihnen Ihre Fragen nach meiner Tante beantworten. Fein, danke schön. Also, nach dem Frühstück ist mein Verleger, der Herr Schneller, zu uns gekommen. Dann hat mich anschließend meine Tante Nora besucht. Ich brachte sie so circa 11 Uhr zum Flughafen. Ihr Flugzeug startete 12.20 Uhr. Herr Schneller kann das alles bestätigen. Er ist nämlich mitgefahren. Genügen Ihnen meine Auskünfte? Ja, voll und ganz. Ich habe ja von Anfang an vermutet, dass sich da irgendwer mit mir nur einen dummen Scherz machen wollte. Ja. Sie entschuldigen. Also dann auf Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Es wäre heute nur eine Kleinigkeit zu klären. Wann haben Sie sich denn von Ihrer Tante am Flughafen verabschiedet? So circa gegen 11 Uhr. Ja, und wo waren Sie danach? Also das ist doch meine Privatangelegenheit. Es ist Ihre Privatangelegenheit. Dürfte ich telefonieren? Aber selbstverständlich, Herr Detektiv. Das ist ganz reizend. Das ist ausgesprochen. Sie telefonieren oder telefonieren will. Aber verwechseln Sie die Nummer nicht, ja? Das kann ich auswendig. Ja. Und Alupen brauchen Sie da nicht dazu? Nicht bei dieser Nummer. Ah, nicht bei dieser Nummer. Ja, ja, bitte, Flugdienstleiter. Ja, hier Detektiv Leider. Ja, ich möchte nur fragen, für heute war für die Kanarischen Inseln ein Flug gebucht. Um 12.20 Uhr, ja, von einer gewissen Nora Gans. Na, Gans wie die Federn, mein Gott. Das ist ein blöd, Gans. Das ist eine blöde Gans, ja. Hallo? Ach, der Flug wurde storniert. Von meinem Mann umgebucht für nächste Woche und ein zweites Ticket dazu bestellt. Mhm. Ah, danke schön. Wiederhören. Also die Tante Nora ist nicht abgeflogen? Das ist aber sonderbar. Ja, mehr als sonderbar. Sie haben sich doch angeblich um 11 Uhr von Ihrer Frau Tante verabschiedet. Mhm. Ja, stimmt. Ja, können Sie mir sagen, warum Ihre Tante nicht gleich an Ort und Stelle den Flug storniert hat? Ich kann doch nicht wissen, was dieser launischen Person da eingefallen ist. Aber sie kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Ja, in Luft, also in Luft, ja. ganz sicher nicht, aber vielleicht in Wasser. Herr Herden, haben Sie heute zwischen 11 und 12 Uhr eine kleine Bootsfahrt unternommen? Ich? Ja. Nein, warum fragen Sie? Ja, wissen Sie, wenn ich auch durch die irreführenden Angaben des Herrn Kasimir Fuchs auf eine gänzlich falsche Spur gelockt wurde, so habe ich doch vorhin ein wenig recherchiert. Und eine Passantin hat gesehen, dass Sie, Herr Herden, um die fragliche Zeit eine bewusstlose Frau in Ihr Boot getragen haben. Ich? Ja. Ihre Passantin muss ja an Halluzinationen leiden, Sie. Wen soll ich denn in mein Boot getragen haben? Oh, Ihre Tante zum Beispiel. Das ist doch absurd. Ja, aber nach dem Tod Ihrer Tante wären Sie doch der Alleinerbe des Vermögens der Frau Gans. Ja, wenn auch seine Tante vor ihrer Abreise gedroht hat, ihn zu enterben und ein neues Testament zu machen. Red doch keinen Unsinn, du Trottel. Das war doch nicht ernst gemeint. Na, warum beleidigst du mit den Heinerle? Ich hab doch nicht verraten, dass du eine heimliche Geliebte hast. Sie haben demnach auch eine heimliche Geliebte, Herr Herr. Ja, ein Küsschen in Ehren ist aller Laster Anfang. Jetzt. Nicht wahr, Heinerle? Jetzt fehlte nur, dass Sie mit dieser Geliebten ein neues Leben beginnen wollen. Also, jetzt reicht's mir aber, ja? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich meine Tante ermordet habe. Aber es ist doch sonderbar. Pardon, was ist sonderbar? Wissen Sie, der Heinrich ist mir in letzter Zeit so eigenartig vorgekommen. So nervös und so fort. Mein Gott, der Arme. Als Sorge um ihn habe ich ihn ein wenig überwacht.
Und zufälligerweise habe ich heute beobachtet, wie er ein verhülltes, kompaktes Etwas zu seinem Boot trug. Heinrich? Hans? Ja, ja, und was mir noch einfällt, bevor der Heinrich losruderte, hat er noch ein Seil und einen sehr großen Stein in seinem Boot. Heinrich? Ja, dann erst hat er abgelegt. Ich verstehe, und das liebe Tantchen verschwand mit einem Steinhalsband klug im tiefen See. Aber das ist doch lächerlich. Na, sicherlich ist es nur ein Zufall, dass ich am Weg zum Bootsteg diesen Schal gefunden habe. Aber das ist ja Tante Nora-Schal. Du, Heinrich, den hat sie umgehabt, wie du sie am Flughafen gebracht hast. Aber ich, also ich bin sicher, dass unser Heinrich das alles in Kürze aufklären kann. Ja, beinahe hätte ich vergessen. Bevor ich gehe, möchte ich dir noch diese Nadel geben. Ich habe sie in Heinrichs Boot gefunden. Das ist ja Tante Noras Buttnadel. Franz? Heinrich? Ja, weiterhin nicht viel in der Annahme, dass Sie sicherlich kein Protokoll unterschreiben werden, gell? Ich ein Protokoll unterschreibe, noch dazu gegen den Heinerle? Na, also niemals würde ich das meinem Heinerle antun, gell? Servus, grüß dich. Also ich muss Ihnen sagen, Freundschaft ist etwas Wunderschönes. Und ich finde, der übertreibt sie. Das ist doch ein kompletter Unsinn, Franz, Herr Mausi, was sagst du da dazu? Heinrich, mir graust vor dir. Marianne, ich habe meine Tante nicht umgebracht, so glaub mir doch. Herr Leiner, Franz! Also das hat mir gerade noch gefällt. Also die ganze Reser, Reser, da komm her. Sag einmal, hältst du meinen Mann eines Verbrechens für fähig? Na ja, na, auf keinen Fall. Weil dem Chef sein Gewissen ist sicher rein. Ja, warum? Weil er es nie benutzt. Aber dieser Detektiv, dieser Herr Leider, muss jetzt mit Berechtigung annehmen, dass Heinrich seine Tante umgebracht hat. Ach Gott, auch wenn diese Tante endlich wieder lebend da wäre. Warum hab ich bloß keinen? Ich habe einen riesengroßen Hund, der immer Krach macht. Einen Kater, der keine Nacht auskommt. Und einen Ofen, der ständig raucht. Ja, weil sie inkonsequent sind. Inkonsequent? Ja. Ich und inkonsequent? Riesel, weißt du denn überhaupt, dass das heißt, inkonsequent? Natürlich weiß ich das. Inkonsequent ist, wenn sie das ganze Jahr die Pille nehmen und zu Weihnachten ihr Kinderlein Comet singen. Zwanzig Jahre lang waren der Heinrich und ich die glücklichsten Menschen. Nun dann? Sind wir uns zum ersten Mal begegnet. Überhaupt das mit dem Mann fürs Leben, sag, ist er dir überhaupt schon einmal über den Weg gelaufen? Ja, allein im letzten Jahr 4-mal. War nur die Tante endlich wieder da. Aber eine Frage in Sie nicht auch. Zuerst schließen wir die Augen. Ja, dann? Dann werden wir weitersehen. Das beruhigt mich kolossal. Halleluja, dieser Idiot. Freut sich ja, wenn ich mich in Schwierigkeiten zu bringen. Ja, der Heinrich, jeder revanchiert sich eben auf seine eigene Art und Weise. War eine dumme andere Weise. Ja. Ich habe meiner Tante nichts getan. Ja, das will ich aber auch sehr, sehr hoffen. Sag einmal, Heinrich, warum hast du dem Detektiv verschwiegen, dass du heute Vormittag eine heimliche Ruderpartie über den See unternommen hast? Ich bin sehr gittig vor dir. Hast du mich verstanden? Zur gittig! Ja, reinigt so, ne? Bist du Frau von deinem besten Freund von Nordwesten? Ich habe ein Verhältnis mit der Gitti. Geliebter Heinrich, ich habe die ganzen Monate über sicher nicht angenommen, dass du mit ihr nur Schach gespielt hast. Marianne, ich weiß, dass du dich kein treffen musst, aber glaube nur ja nicht, dass du mir deswegen gleichgültig bist. Glaube mir das. Du, nur ein Beispiel. Schau, die ganzen Jahre habe ich mir zur Erinnerung diesen Briefbeschwerer aufgehoben. Ja, was ist das? Der erste Knödel, den du gekocht hast. War das damals eine schöne Zeit? Ja, mein Gott, und du warst ja sowas von ungeschickt. Du wolltest sogar die weichen Eier mit dem Dosenöffner aufmachen. Jeden Morgen habe ich dir den Kaffee ans Bett gebracht. Ja, den ich aber vorher selbst malen habe müssen. Du hast mir dann das Trinken vor. Und ich ihr das Essen nachgeworfen. Ja.
War das eine schöne Zeit, Dummer. Ach ja, das war wirklich eine wunderschöne Zeit. Ja. Ja, aber jetzt, geliebter Heinrich, bist du leider gar nichts mehr außer Sportsam. Ja, übernachtest jetzt sogar in fremde Betten, nur um das eigene zu schonen. Titti, glaube mir, ich liebe die Titti. Ja, sie wird dich hereinlegen. Aber nein. Mhm. Schau, sie will mir die schönsten Jahre ihres Lebens schenken. Ja, und du ihr die besten Seiten deines Steckens. Marianne, du verkennst sie. Und außerdem habe ich ja dich diesbezüglich auch nicht in der letzten Zeit vernachlässigt, nicht? Dankeschön. Auf das eine Mal im Monat kann ich verzichten. Herr Hirten, ich habe alle Angaben des Herrn Schneller nachgeprüft und Sie sind in höchstem Maße verdächtig. Ihre Tante... Herr Leider, wenn Sie nicht augenblicklich mit diesem Blödsinn von Mord und Totschlag aufhören, bombardiere ich Sie mit Tomaten in den Garten hinaus. Mit Tomaten? Das werde ich zu ertragen wissen. Nicht, wenn Sie doch in Dosen sind. Aber die Verdachtsmomente... Aber die besagen überhaupt nichts. Ja, immerhin so viel, dass ich jetzt die Mordskommission verständigen Sie, werde. Das werden Sie nicht tun. Und ob? Ich erwürge Sie noch. Ja, ja, so wie Sie die arme Tante abgerackelt. Wenn endlich diese Tante noch wieder da wäre. Herr Chef! Raus! Herr Chef! Entfleuchten Sie, Staubsaugerpilotin. Moment, Resel, komm zurück, komm her. Sag, ist es was Wichtiges? Ich wollte nur sagen... Was wollten Sie sagen? Dass die liebe Tante wieder da ist. Wer? Ist da? Unsere allseits geliebte Tante Nora. Aber wahnsinnig Wichtiges gehört. Sind Sie wahnsinnig? Ja, wo ist denn unsere liebe Tante? Hier ist sie. Mannes bitten, Frau Gans. Ja. Oh, schön, nicht noch da. Das war die kürzeste Reise meines Lebens. Tante Nora, ich meine, du bist... Wiedergekommen. Da bekomme ich keinen Begrüßungsbus. Ja, aber selbstverständlich darf ich vom Herrn. Du hast ja keine Ahnung, wie froh wir sind, dass du wieder da bist. Ja, liebes Ganschen. Nein, obwohl... Aber dafür kannst du mir noch zwei Busse geben. Bitte gerne, Tante. Du bist ein liebes Kind. Und mir auch ein Bussi. Man soll nicht übertreiben. Sag einmal, geliebte Tante, warum bist du denn nicht abgeflogen? Sicher warst du unpässlich. Ja. Nein, mein Pass war in Ordnung. Aber ich habe vergessen, die Pille zu nehmen. Tante, du nimmst die Pille? Na, red nicht so blöd. Wenn eine einsame Frau in ein sonniges Traumland fährt, dann nimmt sie die Pille. Es könnte doch was dazwischen kommen. Schön. Ja, ich meine nicht nur Angst vor Fliegen oder so. Ja. Herr Herden, entschuldigen Sie bitte vielmals, dass ich Sie so grundlos verdächtigt habe. Ja, schon vergessen. Nach diesen vielen schweren Indizien mussten Sie ja annehmen, dass ich meine Tante ermordet habe. Nicht? Du wolltest mich umbringen, du Tantenmörder. Weißt du, Tantchen, anhand der realistischen Schilderungen von Heinrichs neuen Kriminalroman musste der Herr Detektiv leider annehmen, dass Heinrich dich umgebracht hat. Sie sind ein Detektiv, ja. Ein Schnüffler. Schnüffler, das war hart. Detektiv, leider. Ja. Warum leider? Detektive sind auch Menschen. Ja. So wie alle großen, berühmten Schriftsteller zum Beispiel, die ihre Erlebnisse ja erleben und dann beschreiben. Ich glaube nicht, dass Goethe sein berühmtestes Zitat persönlich ausprobiert hat. Wenn Sie...
Wenn Sie jetzt verliebt wären, um mich mit der sehr geehrten Frau Tante ein paar Augenblicke allein zu lassen. Selbstverständlich. Mach es gut, liebes Tantchen. Toi, toi, toi. Nur so weiter, geliebtes Tantchen. Ja. Blamier uns nicht. Toi, toi, toi. Liebe Tante. Die haben ihre ganzen Nasen gesehen. Ich komme froh, als wenn wir einen Arik Schlamm überfallen hätten. Eine zärtliche Familie. Ich wollte mit Ihnen alleine sein, Frau Gans. Ja, das merke ich. Ja. Sagen Sie, glauben Sie, dass im Falle des Falles Ihr Neffe Sie wirklich gemordet hätte? Ja, was kann man wissen? Frau Gans, Sie haben eine verwirrende Ausstrahlung. Der Duft, der Sie umgibt. Ja, ja. Das kommt vom Knoblauch. Und ich liebe eine Frau, wenn sie völlig ist. Ja, die haben mich gut gefühlt. Kein Silikon, nicht wahr? Keine Baumwolle, alles Natur. Schön, schön. Wollen wir uns nicht ein bisschen niedersetzen zu einem kleinen Tête-à-tête? Ja, trinkt mir jeder einen Tee. Bitte, Frau Gans, ja, nehmen Sie nur Platz. Komm. Frau Gans, Sie sind doch Witwe, ich meine, Sie waren doch schon verheiratet. Ja, ein Jahr lang. Dann habe ich ihn umgebracht. Sie haben ihn getötet? Nein, nein, meine Vitalität hat ihn vernichtet. Ein interessantes Weib. Frau Nora. Sagen Sie Norli zu mir. Norli, bezaubernd. Ihre Reife. Das sind wir Überreife. Aber ich liebte es doch schon als Junge, das Obst zu pflücken, wenn es gerade zum Runterfallen war. Ja, war das ein Kompliment? Und Ihre einmalige Figur. Die Figur? Ja. Sie sehen ja nur die Hälfte. Auf den schönsten Stück sitze ich ja drauf. So ganz. Sie machen mich ganz nervös. Hey, was nervös? Ja. Hey, der spannt was. Ne? Alles zieht mich hin zu Ihnen. Ach, der spannt eh nicht. Der ist naturblöd. Ne? Sagen Sie, Frau Gans, wo waren Sie denn die ganze Zeit über? Ich meine, was haben Sie denn nur gemacht, Frau Gans? Ja, ich habe mir die ganze Zeit mit einem Gänserich vertrieben. Sie sind eine Schlimme, gell? Sie sagen schwer nein. Ja, ich habe einen Sprachfehler. Dann sagen Sie, wollen Sie nicht wieder heiraten? Ja, ich wollte, ich wollte. Ich habe den Verein der einsamen Junggesellen mein Foto geschickt. Nach 8 Tagen kam es zurück und es stand da drauf. Ja, was denn? Na, so einsam sind wir wieder nicht. Und, morgen. Fehlt Ihnen auch nichts? Sind Sie auch wirklich gesund? Na nein, ich habe ja zwei Ärzte. Zwei Ärzte? Ja, einen Alten und einen Jungen. Wenn ich krank bin, lasse ich den Alten kommen. Und wenn mir was fehlt, den Jungen. Morgen. Lassen Sie uns ein wenig träumen. Ja. Wenn Sie so auf eine einsame Insel führen, was würden Sie denn dann mitnehmen? Vielleicht etwas zu lesen? Zu lesen, ja. Ja, was denn? Einen jungen, tätowierten Matrosen. Weh, mein Busen rutscht. Bitte drehen Sie sich um. Ich, mein Busenhalter ist aufgegangen. Darf ich helfen? Aber Herr, leider, leider nicht. Aber ich würde nicht schauen. Das war nicht gut. Was heißt denn? Geh auf, das ist wieder schief. Jetzt ist er in Ordnung. Herr Leider, können Sie sich umdrehen. Er steht schon wieder. Norli, ich werde Sie anrufen und dann werden wir gemeinsam speisen. Gemeinsam essen?
Sie werden schlimmer, ich weiß schon. Und dann würden Sie mich aufs Zimmer hinaufnehmen und mir Ihre Briefmarkensammlung zeigen. Ich habe keine Briefmarke, ich habe eine Schmetterlingssammlung. Das ist ein Volltrott. Morley, ich muss jetzt leider gehen. Aber ich rufe Sie an. Und dann werden wir uns treffen. Und ich werde sie glücklich machen. Norli, es erwartet sie so viel. Es wird es jetzt werden sie bald verstehen, mein Taschen-Casanova. Ne? Aber was ich für einen Eindruck mache als Frau, ne? Ich werde mich umbauen lassen. Hat er dir's geglaubt? Du als Frau, hat er dir's geglaubt? Hast du gewirkt? Na, ich schon, epochal, ja? Der Leidinger, der fliegt auf mich. Der will mich auf sein Divan haben. Ja. Ja, aber bitte sei so lieb, komm da gleich rüber, wir haben doch einige wichtige Probleme zu bereden. Und nimm doch bitte deine Gitti mit. Na, sie ist schon wieder ein Nocker, Patschi. Lieb, Heinrich, nicht wahr? Süß, ja. Ja, ist recht, also gut beeil dich, gell? Baba, bis später. Marianchen, ja? Wen soll er mitnehmen? Deine Schachpartnerin. Marianchen. Also bitte nenn mich nicht mehr Marianchen. Diesen Namen möchte ich von dir überhaupt nicht mehr hören. Also schön, Frau Herden, ja? Ich habe meine Tante nicht umgebracht. Ja, also bewiesen ist da überhaupt noch nichts, ja? Und den Detektiv leider reinzulegen, ist wirklich kein Kunststück. Aber bitte, geliebter Heinrich, wie sind denn der Tante ihre Sachen wirklich in dein Boot gekommen? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Du wolltest auch mit deiner Gitti ein vollkommen neues, wunderschönes, luxuriöses Leben beginnen, nicht? Ich meine, auf den Kanarischen Inseln oder auf den Bahamas. Und da hast du doch die Tante vorher in den See. Marianne, so glaube ich doch. Eine panische Angst hast vor dem Gefängnis. Also, wir bringen keine 10 Pferde ins Gefängnis. Lieber bleibe hier bei dir und verzichte auf die Kanarischen Inseln. Ja. Wer sagt denn, dass meine Tante denn schon längst wieder in ihrer Wohnung ist? Ja, und ein Hubschrauber hat ihre Sachen in dein Boot gebracht. Tante, Tante, Tante Nora. Meldet sich wer? Nein, Tante Nora! Ja, was schreist du denn so? Das hört ja so schlecht. Ach, Heinrich, du bist wirklich schon verrückt. Ich gehe nicht ins Gefängnis, ich gehe nicht ins Gefängnis. Ja, aber Heinrich, dann bleibt dir nur mehr die Flucht. Die Flucht mit deiner Gitti. Du glaubst, dass Gitti mit dir ist? Natürlich kommt deine Gitti mit dir mit. Marianne, du hast mich gerufen, da bin ich. Und meine Gitti, das heißt deine Gitti, oder besser gesagt, unser aller Gitti, habe ich auch gleich mitgebracht. Grüß dich, Marianne. Ja, setz dich. Folgt wie der Floki. Ja. Marianne, wie fandst du das Wetter heute Morgen? Du wirst es nicht glauben. Kaum habe ich die Tür aufgemacht, warst du. Sag einmal, Franz, möchtest du irgendwas zum Trinken? Danke, nur nichts Flüssiges. Aha. Wir sind nach dem Nachtmahl. Gitti hat gekocht. 2 Teller Suppen. Nein. Ja, also Heinrich muss seine Suppe ja erst auslöffeln. Na, er wird sich an Suppen gewöhnen müssen. Was willst du damit andeuten? Noch bin ich denn eingesperrt. Aber Gitti kocht vorwiegend Suppen.
So Mittagssuppe aus der Dose, Abendsuppe aus der Dose. Bald können wir unsere blecherne Hochzeit feiern. Ich schau halt auf meine Linie. Ja, ja. Ja, meine Freunde nennen mich nur mehr Franz von Suppe. Also ich finde, es ist jetzt nicht an der Zeit, über so banale Geschichten zu reden. Banal? Ja. Gut, dann kommen wir zur Sache. Es ist mir bekannt, dass du mein heimlicher Bettgenosse bei meiner Frau bist, ja? Bettgenosse? Franz, bitte drück dich doch nicht so prosaisch aus. Bettgenosse. Du, was ich dir jetzt zu sagen habe, das wird dich sicher treffen. Du sollst es nämlich wissen, ich und die Gitti und ich. Also sage schon, wir lieben uns. Jetzt weißt du es, wir lieben uns. Das kommt aber nur davon, weil sie die Abwechslung liebt. Ja, sie sollte sich einen Boxer halten. Der schaut nach jedem Kampf anders aus. Jedenfalls, bravo, bravo, Heinrich, ich gratuliere dir. Die große Liebe in deinem Alter. Wunderbar. Wunderbar. Danke. Mir scheint, du bist froh, mich loszuwerden. Liebst du mich nicht mehr? Aber Kittilein, eben weil ich dich so liebe, darf ich dir das Erleben deiner großen Liebe nicht vermassen. Oh, wie schön. Marianne, liebste Freundin, du wirst mich sicher hassen. Ach, doch die Liebe war stärker als alle meine tugendhaften Vorsätze. Marianne, bitte verzeih mir. Ja, aber ich bitte dich, Gittilein. Sag einmal, wie viel braucht ihr denn so im Jahr für einen Lebensunterhalt? Keine Ahnung. So viel Geld habe ich noch nie besessen. Ja, also, liebes Gittilein, dann freut es mich ja besonders, nicht? Ich meine, dass Heinrich eine solch liebende Frau an seiner Seite hat, die bereit ist, mit ihm durch dick zu gehen und durch dünn zu gehen und ihm helfen wird mit nichts, mit absolut nichts, ein neues Leben anzufangen. Welche kritische Lage. Und warum soll man mit nichts ein neues Leben anfangen? Ja, Gittilein, du weißt doch, seine Tante ist ja verschollen. Ja, und Heinrich könnte doch unter Mordverdacht stehen. Heinrich, du musst sofort etwas tun. Ja, die Marianne meint, wir zwei sollten auf längere Zeit schleunigst verreisen, ja, weißt du. Wohin willst du uns schicken? Argentinien, Australien, Kanarische Inseln. Und dort beginnt ein neues Leben. Genauso, wie wir es besprochen. Und da freust du dich denn nicht, mein Schatz? Ja, schon, aber... Was aber? Zwei liebende Menschen wandern in ihr neues Traumparadies auf. Schön. Na, da gibt's doch kein Aber. Nein, kauf uns doch ein Haus am Meer. Naja, vorerst noch nicht, weißt? Zuerst müssen sie ein bisschen einschränken. Von vorne beginnen, Bobby. Soll das heißen, ohne Geld? Naja, zuerst mit wenig Geld, aber du, Schatzelein, wir zwei schaffen das schon. Ja, und was passiert mit der Millionenerbschaft? Ja, die verfällt natürlich selbstverständlich dem Staat. Ja, ermordetes Geld bringt sowieso kein Segen. Franzilein, ja, was wirst du denn ohne mich anfangen? Na, also um mich brauchst du keine Sorgen machen, gell? Bei dir werden uns die Zeit schon sehen. Ja. So ist es. Jetzt geht mal Licht auf. Du, Heinrich, die zwei betrügen uns. Ich dummer Trampe, stimmt? Ja, deshalb wollt ihr mich bei gutem Wind und ohne Geld möglichst schnell abschieben. Lass die zwei doch machen, was sie wollen, Schatzelein. Hauptsache ist, wir zwei, wir lieben uns. Bist du denn wirklich so verkeugt, dass du nicht merkst, was die zwei mit uns vorhaben? Die zwei sitzen in die schöne warme Nest, das du geschaffen hast, und die blöde Gitti ist so mit den alten Trotteln. Irgendwo bei den Zulonegern Händchen halten. Mausi, Puppelein, was redest denn da unsere Liebe, Schatzelein? Liebe! Du weißt ja gar nicht, wie lächerlich du in deinem Alter mit deinem kindlichen Liebesgefahr so wirkst. Schatzi, Putzi, Schnucki, Kloppi, Grubi, Betti, alles auf ihn! Einfallslos. Ja, enttäuschend einfallslos. Oh nein, die Rechnung habt ihr nicht ergittig gemacht. So schnell ran wie nicht das fällt. Konnt ihr nicht wissen, dass es mit einem Mörder zu tun hat, der seine Tante umbringt. Und noch dazu für eine so blöde Art, dass sie ihn sofort erwischt. Sie liebt nur erfolgreiche Mörder. Sie ist eben karrierebewusst, ja. Jeder Idiot hätte es besser angestellt. Ein Versager bist. Du elendige Karnei, du. Das ist aber alles nur den Wirt noch. Meine Existenz, meine Ehe spielt sich nicht. Franz, Hilfe! Jetzt bringt er die Arme um. Ich hab's keine Angst gehabt. Für mich bist du schon gestorben. Der ist ja gefährlich. Ein Irrer. Jetzt weiß ich,
wenn du mir deinen Mördergarten hast andrehen wollen. Eine feine, raffinierte Person bist! Jetzt bist du aber ruhig, du Miststück, du, ja? Marianne, ja. Du solltest den Heinrich jetzt dazu allein. Ja, Franzi, ja. Du hast vollkommen recht, nicht? Noch dazu bitte, wo ihm sein Nacker, Tatschi, ja so zugesetzt hat. Mein ganzes Leben werde ich dem Heinrich nicht verzeihen, dass er denn da nicht geschmiert hat. Ja, ja, schlag nur zu. Endlich wirst du ein Mann. Das reizt das Luder auch noch. Franzi, Franzilein, in deinem Zorn bist du ja so männlich. So sexy. So liebe ich dich. Und nur dich. Also, wenn du mich wirklich liebst, warum hast du mich dann betrogen? Franzilein, verzeih deiner kleinen Gitte den kleinen Ausrutscher. Kleiner Ausrutscher? Eine ausgewachsene Rutschpartie war das. Franzi, ich liebe dich. Ja, ich mich auch. Vicky, du kannst alles von mir haben. Wirklich? Alles? Wirklich alles. Schmier dich nicht. Gitti erfüllt deine geheimsten Wünsche. Meine geheimsten Wünsche? Wirklich? Ja. Dann kauf dir ein Kochbuch und lern kochen. Kochen? Ja, ich werde kochen lernen. Damit mein Franzi dann stark wird. Die Wohnung aufräumen und stoppsaugen. Franzi, ich koch, ich putz, ich mach alles so oft du willst. Franzilein, hast du jetzt vielleicht 55 oder 56 Minuten Zeit? 55 oder 56 Minuten? Für was? Na, für eine schwache Stunde. Du Dummerchen. Schade, dass sie eine Kanaille ist. Bleib doch stehen. Du kannst der Liebe nicht davonlaufen. Der Liebe nicht, aber dir. Ne? Endlich habe auch ich begriffen, dass eine Frau wie ich allein nur ein hilfloses Pflänzlein ist. Ein Pflänzlein? Ja. So schaust du aus. Kasimir, sag, welche Blume bin ich denn in deinen Augen? Ein Wüstenkaktus. Kasimir, no, ich möchte endlich heiraten. Naja, ich will aber nicht in den Hafen der Ehe. Warum? Weil mir die Rundfahrt besser gefallen. Du, Kasimir, bitte ja nichts ein, dass ich so leicht zu erobern bin. Okay. Nein. Bei unserem ersten Flirt kannst du mich höchstens zu einem Abendessen einladen. Na, das mache ich. Warte. Wirklich? Na, sicher. In ein feines Restaurant? Ganz fein, ja. Ne? Zum Würstelstand, ne? Kasimir, rettet immer so. Ich bin sicher, dass du früher schon manches Frauenherz geknickt hast. Na ja, ich war ein alter Knicker, ja. Also in meiner guten Zeit, also da war ich wegen die Ehemänner, ne, ja, mehr in die Kästen eingesperrt als wie heraus. So das. Was das? Dass ich schon mit den Moten per Du war. Kasimir, ja. Wann werde ich endlich zu deiner Moten? Schau, Kasimir, alles in der Natur liebt ja. Sich. Sogar die Stachelschweine. Ja, aber vorsichtig. Ja, ich hauen halt nicht. Sie mir. Schau mir doch endlich einmal richtig an, was ja, siehst. Mein Gesicht. Na, das was sagt er das? Na ja, wenn dein Gesicht auf einer Briefmarke wäre, da... Was da? Da gingen die Post gehen. Du bist ja so gemein, Kasimir, wirklich. Und nichts rührt dich, nichts. Na ja. Weißt du gar nicht, was ich schon in meiner Verzweiflung alles gemacht habe? Sogar ein Gedichtel habe ich jetzt auch mitgeschrieben. Na, das hört man auch erst. Hör zu. Ja. Ich bin klein, mein Herz ist rein, mein Bett ist groß und nichts drin los. Da weiß ich eine Antwort. Ja. Und wäre ich in dem Bett drein, ja. Dann würde es auch nicht anders sein.
aber um 10 Kilo zu viel, ne? Was? Wenn wir einmal verheiratet sind, ja. Sag, schnarchst du? Nur beim Schlafen. Ah ja, dann ist gut. Aber Kasili. Sag nicht Kasili zu mir, mir kein Quagel. Was? Also Kasimir, ja. Schau, wenn wir verheiratet sind und dann so und unsere Ehebetten so aneinander gekuschelt liegen. Grässlich, ja. Und ich dann so zu dir um mir rutschen, ja. Da, dann. Was war denn dann? Da war ich schon Divan. Gewandt und Schau, Esel, pass auf, ich versprich dir was, nicht wahr? Sollten wir mit unserem gemeinsamen Totenschein, nicht wahr, an 12 machen, dann heiratet ihr. Wie? Okay, machen wir ja eh nicht. Was, wirklich? Ja, aber nur wenn er mindestens 500.000 Schilling zahlt. Ja, und wenn er weniger zahlt? Dann bleiben wir ledig und glücklich. Kann ich mir, wenn ich davon schon wieder, schau mich doch an. Du, weißt du, was ich dir alles geben könnte? Weißt du was? Ja. Kultus. Ja, warum bist du nicht? Hallo, hallo. Grüß Sie Gott, Herr Hallo. Leider. Sagen Sie, sind Sie noch immer auf Spuren? Nein. Diesmal möchte ich nur Ihrer zauberhaften Tante. Ja, wem? Ja, der Tante Nora. Ah, dem Kasimir. Ich meine, unseren kapriziösen Tantchen Nolli. Ja, der Nolli, ja. Diesem bezaubernden Nordlicht, meine Verehrung ausdrücken. Lieb, mein Gott, ist das eine kleine Verehrung? Ja, meine Vorschüsse sind ja auch klein, nicht? Aber schauen Sie, ja. Wenn man das durch die Lupe betrachtet, dann wird der Strauß groß. Na, riesengroß, na, was? Na, riesengroß, ja. Recht haben Sie. Wo ist denn mein Quecksilbermäuschen? Ja, also unsere Tante Nora ist glücklich wieder da. Tante Nora? Bist du überrascht, mein Kind? Ja, du überrascht und ob, aber... Entschuldigung. Aber seien Sie ruhig. Ja, bitte. Überrascht und überglücklich, Tante Nora. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich mich, wie freut Sie dich sehe. Seien Sie ruhig. Ach Gott, wir haben doch schon gedacht, weiß Gott, was dir passiert ist. Ja, aber entschuldige. Seien Sie jetzt endlich ruhig. Ich sag ja nichts. Ich bin ja auch schon ganz verwirrt, entschuldigen Sie. Bitte. Entschuldige. Ja. Wer ist dieser Mann? Leider. Detektiv. Leider. Ja. Und wer ist diese Frau? Dame. Ja, Dame. Ja, unsere Tante Nora Gans. Ihre Tante Nora Gans? Ja. Ja, aber das ist doch nicht mein Butterblümchen Norli. Herr Leider, ja. Erinnern Sie sich noch an Ihren anonymen Auftraggeber? Er hat doch einen Erkennungssatz mit Ihnen ausgemacht. Gibst du den Opium? Bringt Opium den Opium? Sie ist es. Ja, aber Moment, ich denke ja, dass Sie mein Auftraggeber waren. Bedeutet ja noch lange nicht, dass Sie auch die Tante Gans sind. Herr Leider, für Ihre wertvolle Mitwirkung an diesem Fall erlaube ich mir Ihnen ein Erfolgshonorar von 5.000 Schilling hinzuzufügen. Mein erstes Erfolgshonorar. Tante Nora? Ja, selbstverständlich sind Sie die Tante Nora. Für das Geld könnte der Erzherzog Johann sein, wenn man wurscht. Ja, aber wer war denn dann die Norli? Ja, so, ja, Norli und Nora, das sind Halbzwillingsschwestern. Halbzwillingsschwestern? Ja, das sind Zwillinge von zwei ganz verschiedenen Vätern. Was bin ich? Jetzt sag's dir nachher. Und wo ist meine Norli jetzt? Fort. Dann werde ich sie suchen. Und dann werden Sie ihr Herz zu Füßen legen. Ja. Und Ihren Verstand. Da wird's nicht viel finden. Das macht nichts. Die Hauptsache ist, Sie suchen. Ey, Marvi, ich eile. Oh. Ein komischer Vogel. Ja, das ist noch sehr gelinde ausgedrückt. Sag einmal, geliebte Tante, bist du uns nicht vielleicht auch eine Aufklärung schuldig? Wo ist dein Gatte? Auf dem richtigen Weg. Also weg von dieser Gitte? Ja, reumütig zu mir zurückgekehrt. Also dann werde ich ihn aber doch holen. Ah ja. Heinrich! Heinrich! Ja. Heinrich! Ja? Besuch ist was, da. Was, Besuch? Mhm. Tante Nora, was, du lebst? Oh mein Gott! Und mein Bestes!
der Gesundheit. Tantchen, du Schlauchel, du hörst, du. Hat er jetzt wirklich liebstes Tantchen gesagt? Ja, das hat er jetzt gesagt, ja. Na, dann ist er tatsächlich geläutert. Komm, komm, Tante, setz dich. So, wo steht denn wirklich hinter dieser mysteriösen Geschichte? Also schön. Als ich dich, mein lieber Neffe, einmal anrufen wollte, kam ich durch Zufall in eine Telefonleitung, in ein Gespräch, das du mit deiner Gitti geführt hast, bei dessen Inhalt selbst mein seliger Dagobert in Ohnmacht fallen wäre. Du solltest dich schämen, Heinrich. Pfui. Ja, also dafür werde ich schon sorgen. Für wie lange denn, Mausi? Ja, ich denke, die nächsten 30 Jahre vielleicht. Ne? Schöne Aussichten. Ja. Und bei diesem Telefongespräch wurde dein Plan offenkundig, dass du deine liebe, reizende Frau wegen diesem Flitscherl verlassen willst. Heinrich, hast du gehört, Flitscherl? Ja. Jetzt verstehe ich dich, Tante Nora. Du hast einen Abflug inszeniert, eine Scheinbahn, hast diesen ganzen Mord scheinbar inszeniert und der Franz hat dann die ganzen Beweisstücke verteilt und du hast den Detektiv Leider bestellt? Fantastisch. Genau. Genau. Und schlagartig hat sich herausgestellt, dass deine angebetete Gitti zurückstaugt und eine liebe, reizende, goldige Frau, im Übrigen ein viel zu guter Mensch für dich ist, du Dagobert-Imitation. Jetzt sag mir einmal, geliebte Tante Nora, warum hast du mich nicht wenigstens eingeweiht? Weil es auch für dich eine Lehre sein sollte. Okay. Ach komm, ja? Jetzt, Vertragszeit wieder. Also, wir versprechen es. Das ist gescheit. Sag, was wirst denn du jetzt machen, mein einzig geliebtes Tantchen? Was ich jetzt machen werde? Ich werde die nächste Zeit über hier verbringen. Und Tag und Nacht mit dem Ferro, meines seligen Dagobert, den See beobachten. Und sollte ich dich, lieber Heinrich, jemals bei einer heimlichen Ruderpartie erwischen, dann wirst du erst erleben, wozu ich noch imstande bin. Wieso was denn, Tantchen? Ich sage nur, armer Heinrich. Armer Heinrich? Ganz armer Heinrich. Unser Tantchen hat ja was gefährlich Dämonisches an sich. Ja, ja. Also, lieber Heinrich. Mausi, ich muss mich jetzt ein bisschen hinlegen. Aha. Weißt du, das war doch ein bisschen zu viel, diese Anstrengungen. Ja. Mausi, kannst du mir verzeihen? Naja, das Jahr 2000 wird es vielleicht zeigen. Also, wie stehen denn meine Chancen, Mausi? Es kommt ganz auf dein Verhalten an. Ich will mich sehr bemühen, Liebes. Ja, das hoffe ich, denn sonst... Sonst? Sage nur armer Heinrich. Ganz armer Heinrich. Ja, Maus. Jetzt hab ich die Hosen an. Na, den machen wir nie. Entschuldigung, kann sie mir aber warm anmachen, ja, gell? Dann habe ich dich auch in meinem Bett. Das ist ein Messerlina, ne? Also, bitte, ja, geh, das ist so gut. Und dreh jetzt das Radio. Jo, ja, ja. Ja, weil es hat die Spur noch, gell? Ja, bitte. Muss nicht tot erscheinen. Warum? Ach so, ja, mein. Wo? Ah, ja, hab ich schon. So muss ich vielleicht lernen. Ja. Torpedo Adelklar gegen Möbelfein und der Klar 4:1. Und nun die Reihe der richtigen Toto-Tipps vom vergangenen Wochenende. Jetzt sieht man die Knie. Jetzt kommen wir an Spiel 1, Tipp X. Hammer. Spiel 2, Tipp 2. 2. Spiel 3, Tipp 1. Hammer. Spiel 4, Tipp 2. Wir haben ja alles her. Spiel 5, Tipp X. Hammer. Na, 12 machen wir ja. Spiel 6, Tipp X. Spiel 7, Tipp 2. Spiel 8, Tipp 1. Ich krieg einen Schuss auf Spiel 9, Tipp 2. Oh, kehrst bei mir. Spiel 11, Tipp X. Und Spiel 12, Tipp X. Wir haben zweimal! Die Auszählung des Bewerbs ergab nur einen richtigen Zwölfer. Nur einen!
jetzt liegt's so. Ist mittendrin in der Ohnmacht, nicht wahr? Eine Frau, keine Nerven, nicht ich meine. Aufgrund der Prämienrunde entfällt auf diesen 12er ein Gewinn von 3.326.835 Schilling. Jetzt liegt es da in tiefer Ohnmacht. Eigentlich kann man auch da jetzt sagen, nun sind die zwei auch ein glückliches Paar.